Frau Präsidentin, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde! Eine klare Haltung zu Europa, Haushaltskonsolidierung, eine ordnungspolitische soziale Marktwirtschaftspolitik sind für die FDP Markenzeichen. Aber eine ganzheitliche FDP, die gibt es nur mit einer bürgerrechtsorientierten Rechtspolitik dazu. Das gehört unverzichtbar zusammen, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Und wir haben in dieser Legislaturperiode 2009 haben wir als FDP in dieser Koalition eine Vielzahl von notwendigen Korrekturen durchgesetzt. Korrekturen, weil Schwarz-Rot eine Bürgerrechtspolitik gemacht haben, die den Namen nicht verdient. Denn was haben die denn gemacht? Die Grünen, die SPD und die Union, als die FDP in der Opposition war. Sie haben die Internetsperren eingeführt. Die FDP hat sie abgeschafft in dieser Koalition. Sie hat ein Luftsicherheitsgesetz verabschiedet, gegen das Liberale geklagt haben. Die Grünen waren es, die Passagiere in den Händen von Terroristen abschießen lassen wollten. Das ist grüne Bürgerrechtspolitik. Der können wir uns stellen. In dieser Auseinandersetzung gehe ich mit großer Freude in diesem Wahljahr mit Ihnen allen zusammen. Und Joschka Fischer hat im Europäischen Rat damals die Weichen gestellt für die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie. Die SPD, Otto Schilly, Frau Zypris haben sie verabschiedet. Wir haben dagegen geklagt. Und wir haben jetzt erreicht, liebe Freundinnen und Freunde, dass es eine inhaltliche Überprüfung dieser Richtlinie beim Europäischen Gerichtshof gibt. Endlich wird einmal geprüft, wie weit diese Richtlinie mit dem europäischen Datenschutzgrundrecht in Einklang zu bringen ist. Und deshalb ist es gut, dass wir für eine andere Lösung kämpfen, nämlich die der anlassbezogenen Nutzung von Daten. Denn das ist ein liberaler Blick, der ausgewogen Freiheit und Sicherheit in die richtige Balance bringt. Und nur wir können das, liebe Freunde. Wir waren es. Wir waren es in dieser Legislaturperiode, die die Pressefreiheit gestärkt hat. Andere reden nur darüber. Nein, wir tun es, wir setzen es durch, wir kommen zu Ergebnissen, weil wir die besseren Argumente, die Hartnäckigkeit und die Überzeugungskraft haben in dieser Koalition mit der CDU und CSU. Und wir dürfen nicht zurückfallen, liebe Freunde, nicht zurückfallen nach dem 22. September 2013 in eine Politik, die sich schert dann um ihre Freiheitsrechte. Die gelten gegenüber dem Staat, aber genauso gegenüber großen Konzernen, gegenüber Monopolen. Nein, wir sind diejenigen, die einen Auftrag brauchen. Dafür werde ich werben mit Ihnen zusammen, geschlossen in einem Team überzeugter Liberaler, dass wir diesen Weg weitergehen können. Wir überprüfen derzeit die Gesetze im Bereich der inneren Sicherheit aus den letzten 10 Jahren in einer Regierungskommission, die ich initiiert und die ich zusammen mit meinem Kollegen Hans-Peter Friedrich eingesetzt habe. Und dass das ein gutes Projekt ist, liebe Freunde, sehen Sie daran, dass unser Freund Burkhard Hirsch da aktiv mitkämpft, damit wir für die nächste Legislaturperiode die richtigen Aufträge haben. Die Aufträge, Freiheit und Sicherheit in ein ausgewogenes, ein gutes Verhältnis zu bringen. Und wenn nicht die Liberalen sagen, im Zweifel für die Freiheit, wird es niemand sonst tun. Und ich möchte diese Stimme überzeugend, aber auch mit Nachdruck erheben können und mit Unterstützung von Ihnen. Und ich freue mich auf gemeinsamen Wahlkampf zu diesem wichtigen Themenfeld, das im Kanon aller anderen Themen bei den Liberalen nicht fehlen darf. Erst das macht unser gesamtliberales Profil aus. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.